Hallo und willkommen zu diesem kurzen Guide-Video zum Erfolg Königskrabbe hier auf gatenews.de. Für diesen Erfolg müsst ihr in die erste Story-Instanz mit den Banditen gehen. Das heißt, ihr habt den Götterfels-Teil übersprungen und geht zum Versteck des Weißen Mantels. Hier direkt in der ersten Höhle befindet sich viel Wasser und unser Charakter sagt, dass er Sprungpilze benutzen möchte und klettern würde, um eben nach oben zu kommen und in die Festung des Weißen Mantels einzudringen. Hier geht es, die Veteranenkrabbe zu töten. Und die hat zwei Positionen, an denen sie theoretisch spawnen kann. Die eine Position ist hinter einem Wasserfall, Position Nummer 2 ist unter Wasser. Hier seht ihr gerade, am besten nutzt ihr die Sprungpilze, um weit nach oben zu kommen. Und dann könnt ihr hier beim Wasserfall ganz links hindurchgleiten und unten befindet sich, also auf mittlerer Höhe, eine kleine Höhle. Und hier in der Ecke würde normalerweise die Veteranenkrabbe sitzen oder aber sie sitzt unten unter Wasser. Das ist der Punkt, an einem von den beiden Punkten wird sie sich aufhalten und für den Erfolg müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, als den Veteranen besiegen und ja, dann habt ihr euch die zwei Punkte mehr oder weniger leicht verdient. Ihr seht hier, ihr kämpft unter Wasser gegen die Krabbe, wenn sie sich in der Höhle befindet und an Land, wenn sie sich eben hinter dem Wasserfall versteckt. Ich weiß nicht, ob irgendwie der Land- oder der Wasserkampf einfacher ist. Grundsätzlich ist die Krabbe halt nicht sonderlich stark. Ihr seht das hier auch, mit meinem Tiergefährten mache ich das ganz locker. Und dann haben wir auch den Erfolg. Und ja, das war's mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem geholfen. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren, besucht gatenews.de. Und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut.